Ich begrüße Sie zum Video Stabilität der Fixpunkte der Potenz-Turmfunktion. Im letzten Video klassischer Algebra Nummer 33 hatte ich ja schon gezeigt, dass die Fixpunkte der Potenz-Turmfunktion entweder attraktiv, also anziehend, oder aber auch repulsiv, also abstoßend sein können. Und in diesem Video möchte ich mich jetzt mit der Stabilität solcher Fixpunkte etwas ausführlicher beschäftigen. Zunächst einmal hatten wir im letzten Video klassische Algebra Nummer 33 mit Hilfe des Fixpunktsatzes die Konvergenzintervalle der Potenz-Turmfunktionen ermittelt und damit lässt sich dann die Potenz-Turmfunktion f definieren als eine Abbildung, so wie Sie das rechts unter Punkt Nummer 2 in dem blauen Kasten sehen, als eine Abbildung aus dem offenen Intervall von e hoch minus e bis e hoch 1 durch e in das offene Intervall hinein von 1 durch e bis e, wobei hier jeder Variablen x aus dem Definitionsbereich eine Variable y aus dem Wertebereich zugeordnet wird und dieses y berechnet sich dann letztendlich aus dem Funktionswert f in Abhängigkeit von x. Und diese Funktionswerte ergeben sich letztendlich aus dem Grenzwert der rekursiv definierten Partialturmfolge, die Sie ebenfalls hier oben rechts in dem blauen Kasten unter Punkt 1 noch einmal hingeschrieben sehen. Und zwar ergeben sich die Funktionswerte, falls der Grenzwert existieren sollte, durch Limes n gegen unendlich der Folge y-Index n in Abhängigkeit von x. Und wenn diese Partialturmfolge eine konvergente Folge ist, dann hatte ich Ihnen gezeigt, dass sich dann die Potenz-Turmfunktion auch implizit darstellen lässt. Und das möchte ich hier noch einmal kurz notieren. Die implizite Darstellung, mit der werden wir das in diesem Video jetzt des Öfteren noch zu tun haben. Die implizite Darstellung der Potenz-Turmfunktion, ich schreibe hier einfach mal kurz von f hin. Und die sehen Sie ja natürlich auch in dem blauen Kasten unter Punkt Nummer 2 noch einmal hingeschrieben. Y lässt sich dann darstellen durch x hoch y. Das möchte ich hier aber explizit noch einmal hinschreiben. Also die implizite Darstellung wäre dann y ist gleich x hoch y. So, und Sie sehen ja links in der Abbildung 1 einmal den Graphen der Potenz-Turmfunktion dargestellt mit den zugehörigen Konvergenzintervallen, sowohl auf der x-Achse als auch auf der y-Achse, einmal in rot dargestellt und einmal in grün dargestellt. Die implizite Darstellung, die ich hier oben eingerahmt habe, der Potenz-Turmfunktion, also der Gleichung y ist gleich x hoch y, lässt sich ja geometrisch interpretieren als Schnittpunkt der winkelhalbierenden Geraden und einer Gleichung, die die rechte Seite der impliziten Darstellung gerade entspricht. Die winkelhalbierende können wir beschreiben durch folgende Gleichung, nämlich z ist gleich y oder z ist eine Funktion g in Abhängigkeit von y und das definieren wir uns gerade als y. Das ist die winkelhalbierende Gerade. Und die zweite Funktion soll sein die rechte Seite dieser impliziten Darstellung und die beschreiben wir durch z und einer Funktion, die möchte ich hier mit h bezeichnen, in Abhängigkeit von y und das soll gerade sein x hoch y. Und wir betrachten hier die Variable x jetzt nicht als Variable, sondern als Parameter. Die Funktion h soll also wirklich nur von der Variable y abhängig sein. So, für den Wert des Parameters x können jetzt drei unterschiedliche Fälle auftreten und dazu schauen wir uns noch einmal die implizite Darstellung hier oben an, die ich hier eingerahmt habe. Die können wir uns auch in eine andere Form überführen, indem wir die Exponentialfunktion und den Logarithmus hier verwenden, denn e und ln hebt sich ja bekannterweise gegenseitig auf, so dass wir das Ganze auch schreiben können als e hoch ln x hoch y. Und wenn Sie sich jetzt noch einmal erinnern an ein Logarithmus, Logarithmengesetz. Wir dürfen den Exponent y auch vor den Logarithmus ziehen, sodass wir insgesamt hier schreiben können, das ist e hoch y mal ln von x. Und wir wollen jetzt drei Fälle hier unterscheiden und der erste Fall ist der Fall, das schreibe ich hier links einmal hin,
dass unser Parameter x einen Wert annimmt, der größer ist als 1, dann folgt daraus doch sofort, wenn x größer als 1 ist, ist auf jeden Fall der natürliche Logarithmus von diesen Zahlen x eine Zahl, die ebenfalls größer als 0 sein muss. Und wenn wir unsere Funktion h uns hier einmal anschauen, die wir ja schreiben können, auch als e hoch y mal ln x, dann sehen wir, dass diese Funktion h für x-Werte, die größer als 1 sind, offensichtlich eine streng monoton steigende Funktion ist. Also h ist in diesem Fall eine streng monoton steigende Funktion, was ich hier einfach mal mit s-Punkt, m-Punkt, s-Punkt abkürzen möchte. Weil nun das Verhalten der Exponentialfunktion h maßgeblich von der Größe des Parameters x abhängt, können wir jetzt drei unterschiedliche Situationen betrachten, die ich hier rechts in der Abbildung 2 einmal dargestellt habe. Sie sehen hier also jeweils in blau den Graphen dargestellt der rechten Seite der impliziten Darstellung unserer Potenz-Turm-Funktion, also letztendlich der Funktion h, und in gelb dargestellt die Winkelhalbierende. Und der erste Fall, den Sie links in der Abbildung 2a sehen, ist der Fall, dass die Funktion h die Winkelhalbierende überhaupt nicht schneidet, und in diesem Fall liegt dann offensichtlich auch kein Fixpunkt vor. Und der zweite Grenzfall, der hier eintreten könnte, ist der Fall, dass die Funktion h die Winkelhalbierende gerade in einem Punkt berührt, und diesen Punkt Berührpunkt habe ich hier in Rot mit B einmal bezeichnet. Und schließlich der dritte Fall, der ja noch auftreten könnte, wäre der, dass die Funktion h die Winkelhalbierende in zwei Punkten schneidet, und diese Schnittpunkte habe ich hier mit S1 und S2 dargestellt. Das heißt also, im Fall der Abbildung 2b, wo wir einen Berührpunkt haben, haben wir dann auch einen Fixpunkt vorliegen, und im Fall der Abbildung 2c, wo es zwei Schnittpunkte gibt, haben wir dann offensichtlich zwei Fixpunkte vorliegen. Und den zweiten Fall, den wir jetzt hier betrachten wollen, ist der sogenannte Trivialfall. Es könnte ja sein, dass auch unser Basiswert x den Wert 1 annimmt. Wir wissen, dass der natürliche Logarithmus von 1 ja den Wert 0 liefert, und damit erhalten wir dann für unsere Funktion h in Abhängigkeit von y gerade e hoch y mal ln von 1 in diesem Fall. Ln von 1 ist aber 0, sodass wir e hoch 0 hier halten, und das ist gerade 1. Das heißt, in diesem Fall würde dann letztendlich unsere Funktion h zu einer Geradengleichung übergehen, die parallel zur y-Achse in der Höhe z gleich 1 verläuft. Und das habe ich hier einmal dargestellt in der Abbildung 3, die Sie ja rechts sehen. In blau wieder dargestellt jetzt die Gerade h in Abhängigkeit von y und in orange die Winkelhalbierende. Und Sie sehen, es gibt hier einen Schnittpunkt und damit auch einen Fixpunkt. Und diesen Schnittpunkt oder diesen Fixpunkt können wir sofort hier ablesen. Der hätte die Koordinaten 1 und 1 offensichtlich. So, und der dritte Fall, der hier noch relevant wäre, das ist der Fall gerade, dass x jetzt kleiner ist als 1. Wir wissen aber, dass die Potenz-Turm-Funktion nur für Basiswerte x größer als 0 definiert ist. Also deswegen sei in diesem Fall jetzt einmal x größer als 0, aber kleiner als 1 angenommen. Und in dem Fall wissen wir, ist der Logarithmus für solche x-Werte auf jeden Fall kleiner als 0. Und damit folgt dann sofort, dass die Funktion h in diesem Fall eine streng monoton fallende Funktion sein muss, was ich hier mit S-Punkt, M-Punkt und F-Punkt einmal abkürzen möchte. Und auch in diesem Fall sollen jetzt in Abhängigkeit des Parameters x zwei verschiedene Situationen unterschieden werden, die ich hier rechts in der Abbildung 4 einmal skizziert habe. Wir sehen also hier, weil die Funktion h, die hier wieder in blau dargestellt ist, eine streng monoton fallende Funktion ist, schneidet die Funktion h immer die Winkelhalbierende in einem Punkt. Und diesen Punkt habe ich hier wieder einmal mit s bezeichnet, der Fixpunkt mit Omega. Und wir wollen jetzt zwei Fälle einmal unterscheiden, und zwar der erste Fall, der zur Abbildung 4a gehört, das schreibe ich hier mal rechts dann unterhin, ist der Fall, dass unsere Steigung der Tangente in diesem Fixpunkt Omega, also h' von Omega, ein Wert annimmt, der größer ist als minus 1, aber noch kleiner als 0 ist. Und in der rechten Abbildung 4b wollen wir einmal annehmen, dass die Steigung der Tangente unserer Funktion h im Fixpunkt Omega ein Wert annimmt, der kleiner ist als minus 1.
Die drei Fälle für den Parameter x, die wir eben betrachtet haben, also für x größer als 1, für x gleich 1 und für den Fall, dass x größer als 0, aber kleiner als 1 ist, sollen jetzt näher analysiert werden, um herauszufinden, für welche Werte des Parameters x sie eigentlich auftreten. Und beginnen möchte ich jetzt hier mit dem Grenzfall aus der Abbildung 2b von oben. Ich gehe noch einmal zurück, also den Grenzfall, wo die Funktion h gerade die Winkelhalbierende in einem Punkt b berührt. Und aus der Analysis wissen wir, dass für einen Berührpunkt zwei Bedingungen erfüllt sein müssen. Das möchte ich hier einmal hinschreiben. Wir schauen uns jetzt einmal den Fall an des Berührpunktes. Berührpunkt zwischen, schreibe ich hier mal, der Funktion h und g. Zwei Bedingungen müssen gelten, und zwar wissen wir, dass dann die Steigungen der Tangenten in dem Berührpunkt gleich sein müssen. Das können wir dann so formulieren, es muss gelten, die erste Ableitung der Funktion h an der Stelle y muss gleich sein, die erste Ableitung der Funktion g an der Stelle y. Und zweitens muss gelten, dass die Funktionswerte auch gleich sind für beide Funktionen. Das heißt, der Funktionswert der Funktion h an der Stelle y muss gleich dem Funktionswert der Funktion g an der Stelle y entsprechen. Also die erste Bedingung bedeutet letztendlich, das vermerke ich hier vielleicht noch einmal, gleiche Steigung im b, also im Punkt b. Und die zweite Bedingung heißt letztendlich gleiche Funktionswerte im Punkt b. Und ich beginne jetzt einfach mal mit der ersten Bedingung. Wir wollen also die Koordinaten letztendlich des Berührpunktes hier zunächst einmal ermitteln. Und wir erinnern uns noch einmal, was ich oben hingeschrieben hatte. Wir hatten ja gesehen, dass die rechte Seite der impliziten Darstellung der Potenz-Turmfunktion, also h in Abhängigkeit von y, was wir ja definiert hatten als x hoch y, das konnten wir ja auch schreiben als e hoch y mal ln von x, weil sich e und ln ja gegenseitig aufheben. Daraus folgt dann, wenn wir jetzt die erste Ableitung uns einmal anschauen, dann können wir hier die Kettenregel verwenden. Zunächst einmal die Exponentialfunktion abgeleitet bleibt erhalten, multipliziert das Ganze mit der inneren Ableitung. Da wir jetzt nach der Variablen y hier ableiten, bedenken Sie, dass die Variable x hier als Parameter betrachtet wird, erhalten wir noch einen Faktor ln x hier hinzu. Und nun können wir die Exponentialfunktion auch wieder schreiben in der ursprünglichen Form als x hoch y, multipliziert das Ganze mit ln x und bedenken, dass wir für x hoch y auch z schreiben können, so dass wir letztendlich hier das Ganze ausdrücken können durch z mal ln von x. Und das muss gleich sein nach der Bedingung Nummer 1 für Berührpunkte, gerade der Steigung der Tangente für die Winkelhalbierende, also g' an der Stelle y. Ja, und das ist gerade, weil wir hier die Winkelhalbierende vorliegen haben, gerade 1. Weil die Steigung der Winkelhalbierende im ersten Quadranten ist ja immer 1. Und das Ganze lässt sich hier offensichtlich jetzt nach z auflösen, indem wir diese Gleichung einfach dividieren auf beiden Seiten durch ln x. Dann erhalten wir für z den Wert 1 dividiert durch ln x. Und das ist der z-Wert des Berührpunktes. Und deswegen möchte ich hier einen Index b an das z einmal ansetzen. Und wir wissen, ja, ZB ist ja dasselbe wie x hoch y, b in diesem Fall. Damit kriegen wir jetzt auch den y-Wert des Berührpunktes heraus, indem wir diese Gleichung auf beiden Seiten einmal logarithmieren. Dann erhalten wir auf der linken Seite zunächst einmal den natürlichen Logarithmus von 1 dividiert durch ln von x. Und wir erinnern uns jetzt noch einmal an das Logarithmengesetz für die Division. Das Ganze können wir schreiben als ln von 1. Ln von 1 wissen wir ist 0 minus den Logarithmus vom Nenner, also den ln von x. Und auf der rechten Seite halten wir dann gerade den Logarithmus von x hoch y Index b. Hier können wir den Exponenten y Index b vor den ln ziehen, also halten wir yb mal ln x. Das Ganze lässt sich jetzt auflösen nach y Index b, so dass wir hier erhalten für die Koordinate y Index b, das ist gleich minus ln von x
dividiert das Ganze durch ln von x, sodass wir dann für den Berührpunkt Folgendes erhalten mit den Koordinaten y-Index b und z-Index b. Ja, die Werte hatten wir ja gerade berechnet, das können wir also jetzt hinschreiben. Der Berührpunkt hat dann den y-Wert von minus ln von x, dividiert das Ganze durch ln von x und der entsprechende z-Wert dazu ist 1 dividiert durch ln von x. Was wir jetzt natürlich noch benötigen oder die Frage ist, welcher Parameterwert x gehört jetzt eigentlich zu diesem Berührpunkt? Und die Antwort auf diese Frage lässt sich ganz leicht hier geben. Wir wissen ja, dass dieser Berührpunkt einerseits ja auf der Funktion h liegen muss, aber andererseits muss dieser Berührpunkt auch auf der Winkelhalbierenden liegen. Und für die Winkelhalbierende im Berührpunkt gilt ja offensichtlich, dass z dasselbe ist wie y, also im konkreten Fall zb gleich yb. Das heißt also hier, wenn wir unsere Werte mal einsetzen, erhalten wir hier für zb, das war ja 1 dividiert durch ln von x und yb war minus ln von x dividiert durch ln von x, dann können wir das Ganze einmal zunächst multiplizieren mit minus ln von x auf beiden Seiten. Dann bleibt links ja nur noch übrig eine minus 1 und auf der rechten Seite bleibt über ln von ln x. Ja, den ln können wir beseitigen, indem wir e hoch beide Seiten nehmen. Dann haben wir links e hoch minus 1 stehen, auf der rechten Seite nur noch ln von x. E hoch minus 1 ist aber dasselbe wie 1 durch e. Und das letzte ln zu beseitigen, rechnen wir noch einmal e hoch auf beiden Seiten und erhalten dann e hoch minus 1, was ja nichts anderes ist als e hoch 1 dividiert durch e und auf der rechten Seite einfach x. Und ich möchte auch diesen x-Wert jetzt hier, diesen Parameterwert mit einem b versehen, um anzudeuten, dass dieser x-Wert jetzt zu dem Berührpunkt gehört. Und damit erhalten wir dann sofort auch die Koordinaten des Berührpunktes. Wir wissen ja, der z-Wert des Berührpunktes z-Index b würde sich jetzt hier geben aus 1 durch ln von x-Index b, also in unserem Fall durch 1 durch ln von e hoch 1 dividiert durch e. Und mit dem bekannten Logarithmusgesetz können wir das schreiben als 1 durch, ja der Exponent 1 durch e lässt sich vorziehen. Im Nenner haben wir also dann stehen 1 durch e mal ln von e und ln von e wissen wir ist 1, sodass wir einen Doppelbruch hier halten und der liefert gerade den Wert e. Und das muss, weil dieser Punkt ja auch auf der Winkelhalbierenden liegt, muss das gerade auch yb entsprechen. Und damit haben wir jetzt endgültig den Berührpunkt ermittelt mit den Koordinaten e und e. Und das Ganze habe ich hier noch einmal dargestellt. In der Abbildung 5, die Sie hier rechts unten sehen, wieder in blau dargestellt, ist hier jetzt der Graph der Funktion h und in rot dargestellt der Graph der Winkelhalbierenden und Sie sehen hier dann eingetragen den Berührpunkt b mit den Koordinaten e und e. Schauen wir uns jetzt die Spinnennetzdiagramme für den ersten Fall, also für den Fall, dass x größer als 1 ist, noch einmal an. Damit sind wir hier ja gestartet im ersten Fall. Das sehen Sie ja noch unterhalb der ersten Abbildung, den ersten Fall, dass x größer ist als 1. Und da sehen wir ja rechts in der Abbildung 2 die drei möglichen Situationen, die ja auftreten können. Und wenn wir jetzt einmal die Spinnennetzdiagramme uns anschauen, insbesondere einmal zu dem Fall, dass es kein Fixpunkt gibt und zu dem Fall, dass es einen Berührpunkt, also einen Fixpunkt gibt. Das habe ich hier einmal in der Abbildung 6a links und 6b rechts einmal dargestellt. Sie sehen also hier links in der Abbildung 6a, wenn es kein Fixpunkt, also kein Schnittpunkt zwischen der Funktion h und der Winkelhalbierenden g gibt, dann können Sie hier mit einem Wert y0 auf der y-Achse starten, egal wo. Sie sehen hier, dass dann offensichtlich diese Iteration gegen Plus unendlich divergieren wird. Wir halten also keine Fixpunkte, das ist auch klar. Schauen wir uns jetzt einmal die Abbildung 6b an. Da müssen wir jetzt unterscheiden. Starten wir jetzt mit einem Wert y-Index 0,
der links von diesem Fixpunkt B liegt, also von diesem Fixpunkt Omega, wenn Sie so wollen, dann sehen wir, dass die Iteration offensichtlich konvergiert in den Fixpunkt hinein. Starten wir dagegen allerdings jetzt mit einem Startwert Y-Index 0 Tilde, den ich hier in Rot dargestellt habe, der rechts von dem Fixpunkt liegt, dann sehen wir, dass die Iteration in diesem Fall wieder nach unendlich divergiert. Man bezeichnet jetzt diesen Berührpunkt bzw. diesen Fixpunkt als sogenannten halbstabilen Sattelfixpunkt. Und dann betrachten wir jetzt einmal den Fall, dass die Funktion h unsere Winkelhalbierende in zwei Punkten schneidet. Und das habe ich hier einmal in der Abbildung 7 noch einmal dargestellt. Sie sehen hier das Spinnetzdiagramm. Hier tritt folgende Situation auf. Starten wir hier mit einem Startwert Y-Index 0 links von dem Fixpunkt Omega 2, dann sehen wir, egal wo Sie dort den Startwert hinlegen, entweder in schwarz bei Y-Index 0 oder in rot einmal dargestellt in Y-Index 0 Tilde, beide Startwerte würden hier konvergieren zu dem Fixpunkt Omega 1. Starten Sie dagegen mit einem Startwert Y-Index 0 Doppeltilde, der in rot dargestellt ist, rechts von dem Fixpunkt Omega 2, dann sehen wir, dass die Iteration hier offensichtlich gegen unendlich divergiert. So, dann betrachten wir noch einmal den Trivialfall, den Fall Nummer 2, und dazu gehen wir noch einmal in die Abbildung 3 oben hinein. Der Fall Nummer 2 war ja der Trivialfall, dass x gleich 1 ist, unser Parameterwert war 1, dann haben wir gesehen, dass unsere Funktion h eine zur y-Achse parallele Gerade in der Höhe 1 war, und Sie sehen das in der Abbildung 3 noch einmal dargestellt. Der Schnittpunkt dieser beiden Funktionen ist im Punkt 1, 1 zu finden. Egal wo Sie hier starten mit der Iteration, bei welchem Startwert, das möchte ich hier einmal in Rot darstellen, mit Y0, eine einzige Iteration wird unmittelbar in den Fixpunkt hineinführen. Also Sie landen dann sofort in diesen Schnittpunkt dieser beiden Graphen. Und zum Schluss wollen wir jetzt noch den dritten Fall betrachten, nämlich dass der x-Wert eine Zahl ist, größer als 0, aber kleiner als 1. Und in diesem Fall war ja die Exponentialfunktion eine streng monoton fallende Funktion. Und es ergab sich dann immer in diesem Fall ein Schnittpunkt, wie Sie das an der Abbildung 4a und 4b hier noch sehen, ein Schnittpunkt mit der Winkelhalbierenden. Wir wollen diese beiden Fälle einmal unterscheiden, nämlich den Fall in der Abbildung 4a, dass die Steigung der Tangente im Fixpunkt an der Funktion h einen Wert annimmt, der noch größer als minus 1 ist, aber kleiner als 0. Und im Fall 4b wollen wir annehmen, dass die Steigung der Tangente einen Wert annimmt, der kleiner ist als minus 1. Und dann zeigt sich folgendes merkwürdige Verhalten für das Spinnetzdiagramm, dass ich hier unten in der Abbildung 8a und 8b einmal dargestellt habe. Man sieht hier in der Abbildung 8a offensichtlich folgenden Fall. Und zwar, wenn Sie jetzt hier starten mit einem Startwert Y-Index 0 in schwarz dargestellt auf der Y-Achse, dass dann diese Folge offensichtlich konvergiert in den Fixpunkt Omega hinein, also die Iteration oszilliert allerdings hier um den Fixpunkt Omega rum, wie man sieht, aber sie konvergiert schließlich dann in den Fixpunkt Omega hinein. Dagegen, wenn Sie jetzt die Abbildung 8b einmal anschauen, dort, wo die Tangentensteigung also kleiner ist als minus 1, wo dann, wie wir wissen, der Fixpunktsatz auch nicht mehr erfüllt ist, auch hier oszilliert die Iteration wieder um den Fixpunkt Omega rum, aber sie stabilisiert sich jetzt in einen sogenannten Zweizyklus, der den beiden festen Werten Y1 und Y2 sich annähert, die ich hier auf der Y-Achse auch einmal eingetragen habe. Und die Frage, die sich jetzt hier stellt, für welchen Fall des Parameters x tritt jetzt ein sogenannter Zweizyklus hier auf? Das bedeutet also, hier muss doch offensichtlich Folgendes gelten, dass die Ableitung der Funktion h an einer Stelle y einen Wert annimmt. Das wäre also hier zunächst einmal, wir wissen ja, die Ableitung dieser Funktion h lässt sich ja schreiben als x hoch y mal ln von x. Und wir haben ja für den Fall 8b, das, wie Sie das hier rechts in der Abbildung sehen, vorausgesetzt, dass die Ableitung hier kleiner als minus 1 sein soll.
So, wir wissen jetzt aber, das gilt nach der impliziten Darstellung der Potenz-Turm-Funktion, dass y gleich x hoch y ist. Das Ganze lässt sich jetzt nach x auflösen, indem wir die Gleichung hoch 1 durch y hier nehmen würden, so dass wir für die Umkehrfunktion erhalten, x ist y hoch 1 durch y. Und diesen x-Wert können wir jetzt hier einmal einsetzen in den Logarithmus. Dann erhalten wir hier, wenn wir noch bedenken, dass x hoch y sich ja wieder ausdrücken lässt, einfach durch y, dann erhalten wir hier y mal ln von y hoch 1 durch y muss offensichtlich kleiner als minus 1 sein. Und mit dem bekannten Logarithmengesetz können wir den Exponenten 1 durch y vor den Logarithmus ziehen, sodass sich das y hier heraushebt. Wir halten die einfache Gleichung ln von y muss in diesem Fall kleiner sein als minus 1. Das lässt sich jetzt sofort nach y auflösen, indem wir die Gleichung e hochnehmen auf beiden Seiten. Und dann folgt hieraus, dass offensichtlich der y-Wert eine Zahl sein muss, die kleiner sein muss als e hoch minus 1. Und diese Zahl liegt außerhalb des Konvergenzintervalls für den Wertebereich. Das hatten wir ja im letzten Video schon ermittelt. Ja, wie sieht denn der x-Wert dazu aus? X ist ja gerade, wie wir eben gesehen haben, ich rahme die Gleichung noch einmal ein. X lässt sich ja darstellen als y hoch 1 durch y. In unserem Fall, wenn wir jetzt unseren y-Wert hier einsetzen, ist das Ganze dann kleiner als e hoch minus 1 hoch e hoch 1 durch e hoch minus 1. Das lässt sich aber schreiben als e hoch minus 1 hoch e. Mit den Rechenregeln der Potenzgesetze also als e hoch minus e. Also sehen wir hier offensichtlich, der Fixpunkt Omega ist in der linken Abbildung 8a offensichtlich ein attraktiver Fixpunkt und das gilt dann für x-Werte, für Basiswerte, die größer sind als e hoch minus e, aber noch kleiner sind als 1. Und wir landen in einem sogenannten Zweizyklus für x-Werte, die größer als 0 sind, aber wie eben berechnet noch kleiner als e hoch minus e.